Tag, liebe Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen, weiteren, spannenden Runde. Guts and Glory. Und heute machen wir keine Community Levels. Nein, ich habe zwar noch welche im Petto, aber heute machen wir wieder normale Levels, in Anführungszeichen normale Levels, Freunde. Ne? Also, wir werden ein bisschen rumradeln, werden ein bisschen sterben, werden ein bisschen Blut verlieren, werden ein bisschen Arme verlieren, werden ein bisschen Beine verlieren, werden alles verlieren. Und das wird wunderschön und lustig und ganz toll. Und ich freue mich, dass ihr heute dabei seid, denn heute haben wir wieder einiges vor, liebe Freunde. Ich habe mir die Strecken markiert, die wir noch nicht gespielt haben. Und heute nehmen wir uns mal Saw 4 und Mad Max Glory Road. Und wir fangen mit Mad Max Glory Road an, liebe Freunde. Ne? Wisst ihr auch Bescheid? Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Can you escape through the hot, crazy and killing world of Mad Max? Wir wissen es nicht, wir werden es vielleicht nie erfahren, aber wir geben unser Bestes. Oh ja, Baby. Ich weiß nicht, was auf uns zukommt. Wir probieren es einfach mal, ne? So wie man es kennt bei Guts & Glory. Schnallt euch an, setzt euch hin, gönnt euch einen schönen Eistee, gönnt euch was Schönes zu knabbern, denn heute wird fröhlich gestorben, Freunde. So wie es immer sein muss. Und wir spielen natürlich wieder mit John und Jimmy oder auch Kevin und Dennis oder Kevin und Tobi. So wie es sein muss. Heute setzen wir mal den Karton wieder auf, Freunde, und es wird richtig schön. Wir machen einfach eine Bike-Tour. Warum fahre ich rückwärts? Hä? Hallo, stopp. Controller, mach keinen Scheiß. So, ich glaube, wir haben das Problem gelöst. Wir schauen einfach mal. Ab Mad Max. Alles klar, Dennis, bist du ready? Ich hab Bock, Alter. Ich hab Bock. Guck dir mal diesen Wohnwagen an. Der sieht genauso. Ja. Klar. Wunderschön. Okay, wir müssen es eindeutig mit Gefühl machen. Musik kommt. Alles klar, Musik geht los. Musik ist geladen. Dennis, das wird ein wunderschöner Tag. Wie gesagt, ich wollte ja diesen. Alter. Boah. Alter, das ist schon krass. Ja, Leute! Das muss so. Okay. Dennis, halt dich fest, bitte. Rückwärtssalto. Ja. Doch nicht so rückwärtssalto-mäßig. Vielleicht sollen wir doch ein bisschen vorsichtiger sein. Kann das sein? Okay. Das ist die Musik. Das ist meine Musik. Ja, Baby! Wow! Alter, was? Was war das für ein Move, Mann? Kevin freut sich schon. Oder Dennis. Ich weiß es nicht. Ich glaube, da bin ich. Ich glaube, das ist Dennis. Ich habe keine Ahnung. Okay. Also, wir brauchen Turbo. Lass mich weg. Weg! Ja, toll. Jetzt fahre ich wieder auf der Felge. Kevin, halt dich mal fest an dem Stuhl, Mann. Hä, was ist jetzt los? Hä? Hallo? Fahrrad? Okay. Fahrrad will nicht so ganz. Da müssen wir ein bisschen nachhelfen. Okay, wir versuchen, so wenig wie möglich Turbo zu kriegen. Okay, rüber. Musik ist zwar weg, aber es macht nichts. Das ist gar nicht schlimm. Okay, jetzt. Volle Pulle voraus, Kevin, Mann! Woo! Okay, nice. Genau so muss das gehen. Als wäre nie was anderes gewesen. Können wir vielleicht mal eben neu starten? Ich will nämlich Musik haben. Ich will Musik haben. Nochmal. Alle guten Dinge sind drei. Okay, keine Musik. Gut. Also wir sind ja auf jeden Fall bei Mad Max. Also merkt man auf jeden Fall richtig krass. Richtig geiler Themenpark, muss man sagen. Auch hier mit den Spikes und so. Ist richtig schön. Hier auch die Crazy Arena. Ist einfach ein Träumchen. Ernsthaft, Spiel. Ernsthaft. So ein mickriger Gummiball. So eine Gummibombe oder was? Wow. Alter, das war knapp. Okay, wir haben nichts gesehen. Alles in Ordnung. Okay. Warum müssen die Themenparks immer so familienfreundlich sein? Warum? Ich verstehe es nicht. Oh Gott, Alter, ich hasse diese Bälle, ne? Nichts passiert. Alles in Ordnung. Fahr hier einfach bitte drauf und sei glücklich, okay? Ja, geil. Geil, Dennis, Mann. Du bist ein Hammerfahrer, bist du. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was passiert hier? Was passiert hier? Oh Gott, Steine. Ah! Was, das war alles? Hä? Ja, wow, freudig. Handstand. Ja, war schön. War sehr schön, muss ich sagen. War ein tolles Erlebnis. Jetzt Saw, da freut man sich ja nochmal doppelt drauf. Saw. Saw.
Ah ne, nicht stimmen. Ich muss wieder auf installiert gehen. Da muss ich jetzt die Maus zur Hilfe nehmen, Freunde, weil sonst dauert das ein bisschen zu lange. Wo haben wir denn? Also ihr seht schon, wir haben schon einige Level, auch Community-Level. Und jetzt Saw, Leute. Saw 5. Oh ja. Yeah. Wird man das erleben können oder wird man das nicht erleben können? Wir werden das jetzt sehen, Freunde. In einer neuen, weiteren... Was? Wer ist Zoe? Also, das ist mir jetzt neu. Was? Seit wann hat Pan Motorrad? Ja, Pan, viel Spaß, gönn dir, Alter. Pan, hau rein. ja, geparkt. Super geparkt, Pan. Einfach muss man sagen. Können wir da irgendwie wieder raus? Pan, was machst du da? Geh weg. Geh weg. Nein, ich will das nicht sehen. Das muss so. Ist wunderschön. Saw, Leute. Ab in Saw. Ja. Also vielleicht sollen wir mit Moped nicht in die Saw-Todesfallen reindüsen. Also schon arg krass. Ganz langsam. Wir haben alles im Griff, Freunde. Was passiert hier? Was ist hier los, Mann? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht euer Ernst sein. Oh Gott. Weg aus dem Weg. Ich muss mal hier durch. An einem Wall? Da sind 25.000 Sägen. 25.000 Laser. Irgendwelche Personen. Und wir bleiben hängen, weil da ein Wall ist. Und mit irgendwelchen kleinen Mini-Spikes. Ernsthaft, Spiel? Das traust du uns zu? Das traust du Pan zu? Pan kann alles. Pan kann das nochmal. Alter, was? Alles in Ordnung, Pan? Geht's dir gut? Ich hab meine Momente. Sag dir das bitte nicht. Entschuldigung. Alter! Was mache ich denn mit der Pan hier? Das gibt's doch nicht. Aber das Motorrad ist echt schwer zu steuern. Also ohne Scheiß. Was? Aber ganz ehrlich, Saw. Ich finde ja Saw cool, ne? Geile Fallen und so, aber das ist einfach nur krank. Also nicht, dass der andere Rest nicht krank wäre, aber das ist einfach nur erbärmlich. Also das ist ja... Alter, was ist jetzt? Wow! Ja. Jetzt das neue Pan-Puzzle kaufen. Mit 50 Millionen Teilen. Alter, das ist ja echt krank. Also ohne Scheiß. Ab über die... Alter! Wir packen's! Weg! Aus dem... Alter! Ey, ich möchte dieses Level schaffen. Ohne Scheiß. Das kann doch nicht so schwer sein. Sagte er und fuhr mit der Axel in die Spikes rein. Ey, das ist unglaublich. Also ohne Scheiß. Ernsthaft, Kevin? Wie unfähig bist du? Wie unfähig! Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, da. Ich sehe nicht das, was hier gerade passiert, Leute. Das passiert hier nicht. Das passiert nicht. Wow! Okay, ich glaube es. Ich glaube es. Ich glaube das, was wir gerade gesehen haben. Ich glaube es hundertprozentig. Mega nice. Pan, du machst uns immer wieder stolz. Also wir merken uns, wir haben einen neuen Charakter. Pan auf dem Moped. Die Biker-Pan-Freunde ist geboren. Ja, Mann. Genau das wird es sein. Und wir haben noch eine neue Strecke. Also wir haben ganz viele neue Strecken. Habe ich extra wieder runtergeladen. Nur welche nehmen wir denn da? Hm? Hazardland, sind wir die nicht schon mal gefahren? Ich meine, die sind wir schon mal gefahren. Obstacle-Kurs, Freunde. Den nehmen wir uns jetzt mal vor. Das wird lustig. Sieht sehr bunt aus, aber auch sehr gefährlich. Mal gucken, wen wir da... Wo sind denn die Youngs, Mann? Sind die weg? Sind die nicht mehr im Spiel oder sind die einfach nicht fahrbar? Also wir starten... Ja, wir starten auf jeden Fall mit Pan durch. Ja, mit Pan sind wir auf jeden Fall super durchgestartet. Was zum Teufel passiert hier, Mann? Zeitlupe! Wir leben noch. Minenfeld. Ich glaube, da hätten wir nicht reinfallen dürfen. Pan, ich glaube, wir sind am Arsch. Ich will mal was probieren. Mine! Oh. Pan hat überlebt. Sauber, Pan. Okay. Wenn man halt auch mal besser. Ja, nice, komm. Nice, Pan. Ey,
Alter, was ist hier los? Pan hat ja richtigen Skill. Okay. Hammer. Hammer weg. Nein! Stopp! Pan, bitte. Stell dir einfach vor, am Ende steht Erik mit dem Käsekuchen in der Hand. Und dann geht's einfach los, okay? Einfach, wie so, da bist du doch immer ganz rot vor den Augen. Wie so ein Stier, der irgendwie Bluthunger hat oder so. Ja, genau so, Pan. Du machst das super. Nein, nicht so, Pan. Nicht so. Das ist falsch. So macht man das nicht. Das ist nicht richtig. Nein, so macht man das auch nicht, Pan. Also, ich finde das jetzt nicht gut, wie du das gerade hier auf die leichte Schulter nimmst. So ist fein, Pan. Super! So, jetzt einmal ein Checkpoint. Und dann wird alles gut. Glaube ich. Oh Gott, das ist echt böse. Alter, ist das böse. Okay, weiter. Alles im Griff, Pan. Pan, nein, du brauchst jetzt dir auch nicht irgendwie auf den Kopf stellen. Das macht jetzt auch keinen Sinn. Ja! Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, das ist jetzt dann ein bisschen unglücklich gelaufen. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Wir schauen mal lieber nicht hin. Wir schauen mal einfach nicht hin. Das ist nicht... Nein! Oh Gott. Was? Goll vor allem. Ach du Scheiße, wo sind wir denn jetzt hier? Wir haben aber einen Checkpoint verpasst, Leute. Pan! Das ist niemals geschehen. Alter. Ah, stopp, stopp, stopp. Nein! Ja! Ja! Geil! Der Knochen sitzt nur schief, alles in Ordnung. Das ist Pans normaler Fuß. Ab in Checkpoint. Okay. Geil, Leute. Wir haben es gepackt. Wir sind wieder ein Stückchen weiter gekommen. Ein Stückchen weiter und näher ran an unser Ziel. Jetzt müssen wir nur noch diese verkackte Rampe hoch. Oder müssen wir die überhaupt hoch? Ja. Nö! Segen! Wie komme ich da hin? Müssen wir hier runter? Müssen wir den Sägen folgen? Wir folgen den Sägen, meine Freunde. Ja, Mann, das ist richtig. Ab in Looping. Pan, halt dich fest! Oh mein Gott. Was passiert hier gerade? Alles cool. Alles in Ordnung. So fahre ich auch immer nach Hause. Oh nein, nicht die blauen Bälle. Ich hasse die. Pan, fahr da durch. Komm, tu es einfach. Pan, komm, Käsekuchen an! Ich wusste nicht, dass wir aus Pan Käsekuchen machen wollen. Das wusste ich nicht. Das tut mir leid. Also damit habe ich jetzt nicht gerechnet, Freunde. Entschuldigung. Aber eine neue Strecke. ja. Also. Schwierig. Es tut mir leid, Pan, aber ich habe dir gesagt, du musst erst mit deinem Moped ein bisschen üben. Mann, dass die auch immer direkt da draufsteigen müssen, ne? Wie die Tiere. Curry, Curry, Curry. Das machen wir jetzt alles noch nicht. Das wird in einer späteren Folge passieren, liebe Freunde. Das wird sehr schön. Aber wir haben natürlich noch einiges runtergeladen. Hier zum Beispiel DT5 Escape. The Final Death Trial. Kommt, Leute. Nehmen wir die Challenge an. Wir nehmen die Challenge an. Auf jeden Fall. Wir machen es jetzt, okay? Mit Dennis und mir. Komm. Okay, ich habe keinen Bock mehr. Ja, triff doch. Komm, triff uns. Oh, da war knapp. Vielleicht ein bisschen nach links lehnen. Oh, okay. Komm, triff uns. Hallo. Oh Gott. Triff uns, komm. Oh, der trifft uns nicht. Der trifft uns nicht. Oh Gott. Wir rollen einfach nur ganz langsam nach vorne, okay? Einfach nur ganz langsam nach vorne rollen. Komm, triff uns, komm, 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 komm. Boah, Alter! Das war schon knapp. Ein bisschen Gas geben wieder. Oh ja, geil! Frontal-Crit, so wie ich es gern hab. Okay, Dennis, komm. Volle Pulle voraus. Nö, 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 nö. Oh. Ja, das war auf jeden Fall so gewollt. Alter, wie krass ist das denn bitte? Okay. Ja, warum ballert der denn? Alter, ich glaube, wir haben unseren Arm gebrochen. Kann das sein? Ja, wir haben unseren Arm gebrochen. Ciao! Runter! Nein! Nicht dein Ernstspiel! Wow. Oh, sorry!
Oh, das war. Kevin geht's gut, alles in Ordnung. Der muss schlafen. Ich hab gesagt, der muss schlafen. Oh Gott. Runter, runter, runter. Oh, Alter, was? Ja, Mann. Ja, Mann. Wir haben es geschafft. Wir sind im Checkpoint. Kevin, alles in Ordnung. Wir müssen jetzt nur langsam und gefühlvoll hier durchfahren. Ihr wollt mich doch verarschen, oder? Alles cool. Alles wird gut, Kevin. Das Leben ist ein Kinderspiel. Und jetzt voll rein. Hui. Was? Ernsthaft? Hier im Lüfter? Okay, das schaffen wir nicht. Okay, go. Kevin, halt dich fest. Halt dich fest. Gleich sind wir zu Hause. Ja. Okay, nur noch safe landen. Ernsthaft? Wie unfähig kann man sein? Dennis, also bitte. Bitte. Ich weiß, du hast viel Stress. Aber bitte fahr uns einfach ins Ziel, okay? Jetzt. Ja, das ist es. Das ist es, Freunde. Bam, Baby. Kein Problem. Was ist das für eine kranke Scheiße jetzt schon wieder? Leute, das könnt ihr doch nicht mit mir machen. Wo ist Kevin? Kevin? Hast du keinen Bock mehr, Kevin? Hallo? Tut dir das weh? Was ist ich? Kevin macht ein Nickerchen. Alles in Ordnung. Oh, lol. Oh Gott. Wie zum Teufel soll das möglich sein? Alter, das geht doch nicht. Da bist du ja direkt zum Medball verarbeitet. Oh Gott, Entschuldigung, Kevin, sorry. Alter, was? Rein da. Nein! Rein in Checkpoint. Ich will nicht mit sein. Mano. Okay, ich hab eine Taktik. Ja, das war meine Taktik. Das war alles so, wie es sein sollte. Ernsthaft. Dennis. Du brauchst dich nicht vor Freude in zwei Hälften aufteilen. Alles cool. Du kannst mir auch so zeigen, dass du Bock hast auf das Spiel. Oh Gott. Fahr doch einfach durch, Mann. Ey, das ist unfassbar schwer. Alter Schwede, die Passage ist echt, echt mega schwer. Ja, Kevin. Fahr am besten direkt in die Mine mit deinem Gesicht. Einfach wie so ein Bremsstreifen. Brems einfach mit der Mine, Kevin. Du Vollidiot. Geh doch! Was? Nichts passiert. Alles in Ordnung. Wir haben einen schönen Tag auf dem Fahrrad. Kann ich euch empfehlen. Fahrt einfach mal in den Park und dann baut euch so einen Parcours. Und dann fahrt einfach mal mit dem Fahrrad drüber. Macht richtig Bock, Leute. Ist richtig geil. Ey, du Dennis, ey. Du bist so ein richtiger Dennis. Das war zu schnell! So, und jetzt mal Konzentration, ja? Jetzt müssen wir einfach mal daran denken, dass es schön Essen gibt am Ende der Strecke. Ja, und da gehen wir direkt drauf. Ja, ja, alles. Ja, heul nicht, Kevin, Mann! Heul hier nicht so rum. Ich sage dir, Kevin. Sonst bringe ich dich zur Mutti. Wie soll ich das machen, Leute? Okay, okay, okay. Ey, das Spiel, das will mich verarschen. Hey, du kannst hier durch, aber das geht irgendwie doch nicht. Ja, Checkpoint, Mann! Okay, ich versuch was. Ja! Ja, Mann! Nicht dein Ernst, oder? Nicht dein Ernstspiel. Okay, das kann klappen. Müssen wir nur mit genug Schwung machen. Lol. Ey, das haben die extra so gemacht, oder? Dass man da nicht reinjumpen kann. Oh, bitte spiel. Ja, nice. Geile Posi, Dennis. Hast du nicht anders verdient, ich sag's dir. Okay, komm. Wir packen's jetzt, okay? Einfach nur mit dem Fahrrad in den Checkpoint rein. Warum nicht? Was ist daran so schwer? Die scheiß Mine! Wie soll ich denn da durchkommen? Ich bin gerade voll durchgerollt. Super, super, Dennis, super. Einfach geradeaus in die Spikes fahren. Warum auch nicht? Ich wollte immer schon einen Spike im Arsch haben. Habe ich richtig Bock drauf. Ohne Scheiß.
Ey, ich raste gleich aus, ne? Ich raste gleich aus. Okay, wir warten. Wir haben jetzt gerade keine Geduld. Flieg da jetzt rein. Du fliegst jetzt da rein. Ernsthaft? Nein. Okay, ich muss mich da rein katapultieren. Es geht nicht anders. Flieg jetzt da rein. Was? Willst du mich verarschen? Der ist doch drin mit dem Fuß. Okay, okay. Ist mir scheißegal. Ja, komm schon. Oh, heilige Maria. Tobi, ey. Tobi wäre stolz. Tobi wäre so stolz. Okay. Das, wir haben zwar jetzt ein bisschen gecheatet, aber das geht nicht anders. Man kann es nicht anders schaffen. Wir haben es bewiesen. Was passiert hier gerade? Lol. Was? Was? Hä? Was ist denn jetzt hier los? Was ist jetzt unsere Aufgabe? Was? Hallo? Da müssen wir drauf landen? Wie soll das gehen, wenn wir bis sonst wo fliegen? Erklär mir doch was mal bitte, Spiel. Hä? Okay, okay, alles in Lot, alles in Lot, alles cool, das muss so, Kevin, alles in Ordnung. Keine Sorge, Papi passt auf dich auf, ich meine, Dennis. Oh Gott. Ernsthaft, Spiel? Jetzt willst du aber wirklich richtig in die Eier reinbeißen, ne? Jetzt willst du richtig in die Eier reinbeißen! Ich bin lieb. Ich bin lieb. Alles in... Ja, es ist sehr schön. Es macht sehr viel Spaß, Freunde. Ich habe richtig... Also, ich gebe Gas und habe Spaß. Also, es ist echt toll. Muss ich einfach mal sagen. Also, diese Level, das ist einfach ein Träumchen. Ne? Muss man einfach mal dranbleiben. Ey, wenn mir jetzt irgendeinen Ball in die Fresse schießt, dann raste ich aus. Dann schieße ich aber zurück, ey. Da könnt ihr mal ernsthaft... Wie soll das denn bitte gehen? Was? Was? Nee! Unmachbar! Unmachbar, ich sag's euch. Was ist das für eine Scheiße? Das ist nicht machbar. Das kann nicht sein. Das, nee. Okay, man kann auf jeden Fall hinfliegen. Vielleicht kein Gas geben? Vielleicht einfach kein Gas geben? Nein! Komm schon! Es ist doch alles möglich. Ja! Scheiß auf den Spiellevel. Geil. Jawohl, Dennis, das ist ein Kampfschrei. Das ist einfach Motivation. Kevin, heul nicht rum. Ich sage dir, ich raste aus. Ihr wollt mich verarschen jetzt, oder? Ihr wollt mich einfach verarschen. Wie soll ich da jetzt hochfahren? Ja, 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 ja. Bitte, fahr... Nö! Heul nicht so laut, du Heulsuse, ey. Wir waren so gut unterwegs. Du sollst dich nicht mit der Kettensäge mitreißen lassen. Ey, wenn du dich jetzt noch einmal in zwei Hälften teilst, ne, dann teile ich gleich mal deine Eier in zwei Hälften, mein Freund. Ich sage dir, ja, du hast nämlich sowieso keine, deswegen brauchst du gar nicht so große Fresse haben hier. Leck mich, Level, leck mich. So, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, dann habe ich keinen Bock mehr, Leute. Mann. Hier, einmal zum Abregen. Ich bin ein Einhorn. Also, danke. Und beim nächsten Mal gibt es dann Community Levels. Ja, ich freue mich. Wird schön.